Achtung, brennender Geisterzug. Gegen morgens um 3 Uhr geht bei den Feuerwehren um München herum der Notruf ein. Eine brennende Lokomotive auf der Bahnstrecke zwischen München und Freilassing in Höhe Straß. Als die Einsatzkräfte vor Ort sind, setzt sich die unbesetzte Lok selbstständig in Bewegung Richtung Freilassing. Videos, die die Freiwillige Feuerwehr bei Facebook postet, zeigen die gespenstischen Szenen. Durch entsprechende Weichenstellung kann der brennende Geisterzug schließlich an einem Prellbock gestoppt und dann auch gelöscht werden. Der Einsatz dauert bis zum frühen Freitagmorgen gegen 9 Uhr und ist sicherlich einer der ungewöhnlichsten Einsätze für die Feuerwehrleute gewesen.